So, in luftigen Höhen angekommen, außerhalb des Gebäudes, deswegen ein bisschen sorry für den Ton, sind wir bei den Klimaanlagen. Genau, bei den Kältemaschinen. Blitzableiter, ist genau. Ein Riesenthema im Rechenzentrum natürlich. Also, das ist eine PV-Anlage. Das ist einfach nur, nicht kleckern, klotzen. So, und jetzt geht's in die heiligen Hallen und eigentlich um das, um was deswegen wir hier sind. Ich entschuldige mich dafür, dass ich mich für die Haustechnik so interessiert habe. Das hast du wahrscheinlich bei deinem Führung auch noch nicht gehabt. Nein, das hatte ich so definitiv noch nicht, dass irgendwie wir auf den Höhepunkt zusteuern und ich gar nicht weiß, ob das für dich überhaupt noch ein Höhepunkt ist. Ja. Wir gucken jetzt mal, ob es einer ist, aber es darf natürlich nicht fehlen, deswegen sind wir ja hier. Genau. Also, Florian, hau rein, jetzt geht's los. Eins sage ich noch schnell dazu, ja. Das ist ein explosionssicherer Raum. Der ist also mit, da gibt es Videotests mit 12 Kilogramm Sprengstoff. Da steht ein Laptop in einem Raum, der so gebaut wird, halt ein Quadratmeter groß. Okay. Dann werden 12 Kilogramm Sprengstoff davor gezündet. Das rumst richtig, der Raum hebt ab sozusagen, aber innen drin bleibt alles, wie es soll. Heißt aber im Umkehrschluss, Entschuldigung, auch, dass dieser Raum jetzt wieder auf dem Originalboden liegt? Der ist nochmal eine Wanne in der Wanne sozusagen. Nochmal eine, ja. Okay. Der ist explosionssicher und feuerfest bis 1000 Grad. Ja. Wir haben jetzt hier eine FS-180-Tür, die also 180 Minuten feuerfest ist. Mhm. Das Türblatt wiegt alleine 300 Kilo. Okay. Ist aber gut gelagert. Ja, geht. Also ganz leicht. Geht. Genau. Okay. So, hier sind wir jetzt dann tatsächlich im Rechenzentrum drin. Man hört es, es ist gleich lauter geworden. Ja. Server sehen wir noch keine. Das liegt daran, dass wir hier im sogenannten Kaltgang-Warmgang-Prinzip klimatisieren. Heißt, kalte Luft ist unter uns im Doppelboden und in den Kaltgängen, das sind hier die polierten Türen, wenn ich die aufschiebe, in diesen Kaltgängen sind Lochplatten im Boden, dann kommt die kalte Luft hoch. Okay. Und wird dann von den Servern angesaugt, kühlt die Komponenten dann entsprechend runter und dann wird von den Servern die warme Luft wieder in den Warmgang abgegeben. Also du wirst dich wundern, hier ist es jetzt schön warm hier drin. Ist es warm, wir sind gerade im Warmgang. Okay, das heißt aber, dass die Server und die Kaltgänge sind oben abgeschlossen. Komplett abgeschlossen. Okay, ja. Können wir mal reinschauen? Ja, machen wir mal, genau. Wenn du hier reinkommst, dann merkst du sofort. Ja, klar. Ja. Hier sind es irgendwie 5-6 Grad weniger. Okay, das ist basic. Ja. Ja. Und so sieht das dann aus. Also das sind jetzt unsere Infrastruktur. Wir gucken uns jetzt gleich mal noch die Infrastruktur meiner Stormguards an. Wo meine Daten liegen, genau. Ja. Und das ist eure, das ist jetzt ein Server, das sind, ja. Das ist unsere, hier hinten dran steht nochmal so ein 10er-Gang, da ist auch noch unsere drin. Okay. Genau. Auf der Seite sind jeweils 10 Racks und auf der anderen Seite sind es 20. Okay. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ja. Ah, jetzt da. Okay, ja, verstehe, was du meinst. Ja. Das heißt, ein so ein Schrank ist ein Rack. Genau. Okay. Wie ordentlich ihr das verkabelt habt. Hier. Dass hier wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das Licht angeht, okay. Also das ist der Schrank der Stormguards. Ja, den haben wir komplett angemietet. Und wie du siehst, haben wir auch noch ein bisschen Platz. Ja. Ja. Storage, Server, Backup-Server, alles mit drin, alles von Dell. Läuft hinten zusammen, alles per Glasfaser verkabelt. Und wir können das sofort skalieren. Das heißt, wir können hier weitere Racks einbauen. Man sieht ja hier, diese Server sind nur eine Höheneinheit. Ja. Das heißt, wir hätten hier in der Summe 42 Höheneinheiten pro Schrank. Können wir es beliebig erweitern. Ach so, das ist, heißt, das da ist quasi ist auch nur eine Blende. Nur eine Blende. Okay. Das heißt, überall der Luftzirkulation könnten wir komplett noch weitere Server, Storage-Systeme einbauen. Und auf der Rückseite läuft quasi die komplette Verkabelung mit Switches und allem zusammen. Alles auf Glasfaser. Okay. Hat das was damit zu tun? Also hier, das würde ich jetzt als Patchfeld oder Switch oder sowas identifizieren. Gehört der dazu? Oder nee, ist der das gehört was zum anderes? Ganzen Gang hier. Ah, okay. Ja, okay. Der gehört zum Gang. Und dass das nach so wenig aussieht hier, liegt daran, dass die Firma Stormguards hier wirklich in Top-Hardware investiert hat. Also ich kenne mich ja am Markt auch ein bisschen aus und muss sagen, die Dell-Hardware sieht nicht nur enorm schick aus, die kann auch. Okay. Also
Das ist das, wo wir eben drüber gesprochen haben. Die Geräte werden immer kleiner, immer leistungsfähiger und hier ist man bei einem Top-Brand, muss man echt sagen, da wird nicht gespart, da wird Top-Material eingesetzt. Was heißt das, Timo, sprechen wir mal in Privatanwender-Dimensionen, also zu meiner Zeit 386, 486, dann kamen die Prozessoren mit was weiß ich was. Keine Ahnung, gib mir mal eine Idee, was kann so ein Server, was leistet der? Es kommt natürlich drauf an, also klar, neueste Technologie, SSD-Festplatten, neueste Intel-Prozessoren, komplett ausgelegt, auch redundant natürlich alles. Ihr habt eure eigene Redundanz nochmal hier drin. Wir haben unsere eigene Hardware-Redundanz. Okay. Das sieht jetzt sehr wenig aus, aber das System ist ausgelegt auf einige Kunden, Mandanten, wie auch immer, die separat hier ausgelegt sind, teilen sich aber die gleichen Ressourcen. Okay. Im Endeffekt. Chris Data ist quasi die ganze Infrastruktur mit allen Redundanzen. Ja. Wir haben die Hardware als Redundanzen ausgelegt und können das immer weiter skalieren. Das zu beziffern, wir können hier Terabyte speichern, an dieses Storage-System bei uns. Das sind über 40 Terabyte alleine an Datenmengen. Okay. Können aber weiterhin skalieren. Wenn wir merken, die Datenmengen reichen nicht, es kommen weitere Kunden hinzu, können wir weitere Storage-Systeme, Serversysteme einbauen und so dynamisch wachsen. Oder ein weiteres Rack einfach anmieten. Und du kannst hier auch CPUs, Arbeitsspeicher und ähnliches, kannst du hier auch skalieren dann. Aber das verwaltest anhand auch du, oder? Ja, ne? Aber das verwaltest so du, ne? Ja, komplett. Ja. Komplett. Okay. Also die sind so gesized, dass wir natürlich einen großen Puffer haben. Wenn der erreicht sein sollte bis zu einem gewissen Peak, wissen wir direkt, okay, alles klar, wir bestellen einen weiteren Server und der wird quasi erweitert. Wie kommt das hier rein? Du bist ja jetzt, warte, ich komme mal eben, Entschuldigung. Ja, mach mal, ich geh mal raus. Aber du hast das Zeug hier reingebaut, du hast mir eben mal erzählt, du warst zweimal hier, plus einmal und besichtigen, dreimal oder genau. So, genau. Wie kommt das Zeug jetzt hier rein? Du stellst fest, etwas ist kaputt. Ja. Also ich habe ja mit dir ein Geschäftsbeziehung. Ja. Jetzt ist hier was kaputt. Ja. Du hast eine Anfahrt von wie viel Kilometern? Roundabout 2 Stunden. 2 Stunden. Knapp unter 200 Kilometer. Okay. Das heißt, jetzt verreckt hier was. Ja. Was passiert? Wir haben natürlich mit dem Hersteller, in dem Fall ist es Dell bei uns, eine feste Reaktionszeit. Mission Critical mit 4 Stunden. Das heißt, wir haben erstmal alles redundant ausgelegt, fällt eine Festplatte aus, passiert erstmal gar nichts als Beispiel. Mhm. Dell-Techniker könnt ihr hinfahren und die Sachen tauschen. Oder wir können auch die Christiata um Hilfe bitten, wenn eine Festplatte abgegeben wird, mit der Einverständnis von uns, dass hier eine Festplatte zum Beispiel getauscht wird. Aha. Oder also, damit wir uns die Antwort sparen. Ja, okay. Weil wir haben Fachkräfte hier vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten. Oder wenn wir Wartungen und sonstige machen, fahren wir hier hin, wir melden uns vorher an und können jederzeit an unser Rack und die Sachen erweitern. Das könntest du auch machen, das würdest du bei Erweiterungen tun. Wenn etwas kaputt gegangen ist, geht das nicht schnell genug. Also macht es entweder hier jemand oder der Hersteller, kommt oder hier hin selbst. Und das oder ihr der, selbst macht das. Das ist der Worst Case. Aber wie gesagt, es ist komplett alles redundant ausgelegt. Mhm. Es kann jetzt egal was ausfallen, es kann Netzteil ausfallen, Festplatten ausfallen, es kann alles ausfallen, das ist kein Problem. Auf meinem Ausweis steht Besucher, auf deinem nicht. Nein. Du kommst hier 24/7 rein. Ja, wir kommen hier rein, wir stehen natürlich im Ausschuss mit der Kostata. Das heißt, wir sind natürlich hier gemeldet, aber auch nur gewisses Personal von uns. Okay. Ich als Geschäftsführer, dass ich hier dann hereinkomme. Ja. Aber wenn ich jetzt hier anrufen würde, würde ich sagen, wir müssen an unser Rack ran, 2 Stunden bin ich da, dann könnten wir natürlich jederzeit an unser Rack ran. Okay. Okay. Ja. Und es sieht wenig aus, ja, aber es ist eine enorme Investition natürlich auch gewesen und auch Skalierung. Und du hast noch ein bisschen Platz. Wir haben Platz. Wir haben ein ganzes Rack angemietet, komplett. Man sieht jetzt auch keine Firewall. Das hat den Grund, dass wir unsere Firewall-Systeme, auch redundant 2 Stück, virtualisiert haben. Das heißt, die laufen auf diesen Systemen mit drauf. Ja, also man kennt den klassischen Strang, eine USV unten noch drin, die Patchpanel und noch Serversysteme und vielleicht noch irgendwo eine Fritzbox oder ein Router oder sonstige Sachen. Ja, ja, genau. Fällt dann hier komplett weg. Ja. Ja. Und da war ich stolz wie Otto, dass ich, also bevor ihr dazu kam, sowas hatte. Ja. Hey, ich war der Mann, ich hatte eine USV, hatte sowas wie einen Serverschrank und fühlte mich schon groß. Und ich weiß noch, du kamst rein und sagst, Alter, da stehen die Wasserkästen drauf, daneben, da drunter. Klassiker, das geht ja gar nicht. Und das stimmt ja auch. Ja, ja. Wenn wir das hier heute gesehen haben, dann musst du dir vorstellen, okay, wie konntest du nur das so machen? Der Vorteil ist gerade auch für ein kleines mittelständisches Unternehmen, wenn wir die Hardware tauschen, wir gehen auf neuere Modelle, schnellere CPUs, schnellere Festplatten, neue Betriebssysteme, kriegt ihr das gar nicht mit. Das heißt, ihr seid immer auf dem neuesten Stand, immer up to date. Ja. Das heißt, wenn wir Wartungen machen, am Wochenende oder nachts auch, informieren wir die Kunden darüber, dass eine Wartung ansteht. Ja. Aber wenn wir hier alles austauschen, kriegt es im Endeffekt keiner mit. Ja? Ein klassisches Systemhaus kommt alle 5 Jahre und will Blech tauschen. Neue Betriebssysteme, neues Projekt machen und das Ganze beginnt wieder von vorne. Ja.
Das haben wir nicht. Ja. Das heißt, wir haben hier gewisse Intervalle, wo wir Wartungen machen. Und wenn Hardware getauscht wird oder neue Software installiert wird, kriegt der Kunde das gar nicht mit. Mhm. Ist aber immer konstant auf dem gleichen Level. Mhm. So, das ist absolut ein Riesenvorteil. Und das ist ja das, was ich auch, ich glaube, auch schon mal in unserem ersten Video erzählt habe. Ich habe ja euch nie nicht mehr erreicht. Also euch in dem Sinne, diesen Schrank hier, und jetzt sehe ich ihn ja mal, der war ja immer da. Absolut. Und wie oft ist, als das bei mir gehostet wurde mit Blech und allem, wie oft war das Ding kaputt? Strom fällt aus, Internet fällt aus, für die Klassiker, oder Hardware-Defekt. Ja. So, hier ist alles komplett das mit Ding der Kristall zusammen, erreichbar. Redundant ausgelegt. Ja. So, das ist halt der Riesenvorteil von diesem ganzen Szenario, was wir mit der Kristall zusammen umgesetzt haben. Und das ist irgendwo auch so ein Stück weit, ich meine, wir kennen uns jetzt einen Moment, deswegen weiß ich, um was es dir ja geht. Ein Stück weit eben auch der Appell zu sagen, liebe Leute, an alle, die das jetzt gucken, ne, vielleicht auch Unternehmer sind oder so, ihr könnt diese Infrastruktur nicht bieten. Das könnt ihr nicht. Ich habe das jetzt mal gesehen, das ist so unfassbar krass, bestimmt einer Industrienorm oder deutschen Norm entsprechend, aber das kann doch niemand bauen. Nein, das kann auch kein Systemhaus selber leisten. Nein. Kein IT-Dienstleister dieser Welt, der sagt, wir betreiben ein eigenes Rechenzentrum, muss schon eine gewisse Größe haben. Ja. Aber und die KÜS ist ja auch bekannt dafür, dass sie sowas wie der TÜV ist. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so ein Name in Deutschland. Und auch keine kleine Bude. Und die können ein Rechenzentrum bauen. Ja, okay. Ja. Aber das kann ja sonst keiner. Und eben dein Ansinnen zu sagen, Leute, denkt mal drüber nach. Ihr habt mit nichts mehr was zu tun. Und das hier, was wegfliegt, das haben wir jetzt heute gelernt, ist ja echt sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wir wissen auch, wo die Daten liegen. Ne? Weil die Kunden haben einen Ansprechpartner, die können jederzeit hier hinfahren, wenn ein Kunde irgendwie Bauchschmerzen hat, lass uns hier hinfahren, wir schauen es zusammen an. Ja. Das weiß man bei manchen Cloud-Anbietern eben nicht. Ja. Und den Vorteil haben wir. Und es ist in Deutschland. Ja? Also DSGVO oder genau. Ne? Also spielt natürlich auch eine Rolle. Das halt eben hier gelagert wird. Ja. Man hat sogar die Möglichkeit, wenn man sagt, oh, wir haben letztes Jahr eigene Server gekauft, ne? Oder wir sind so groß, wir brauchen keinen IT-Dienstleister, kann man sogar selbst hier Schränke mit uns zusammen in Kooperation mit der KÜS Schränke anmieten und seine Hardware hier auslagern. Die Möglichkeiten gibt es auch. Okay. Hätte ich aber gar keinen Bock drauf. Weil nein, es ist nicht mein Kernbusiness. Ja, es ist also nicht mein Kernbusiness. Du hast einen Ansprechpartner und wenn was nicht funktioniert, können wir Storm Guards, wir kümmern uns drum und halten euch immer auf dem Laufenden. Und je zufriedener die Kunden sind, desto besser läuft es auch für uns, ja, ganz klar. Ne? Wir sind klassischer Dienstleister und wenn wir die modernste Hardware haben und die Geschwindigkeiten bieten, ist es eine Win-Win-Situation. Und Platz ist noch. Ja, definitiv. Welche Kunden sind dir die liebsten? Mir? Ja. Branche? Unabhängig? Ja, Kunden, die müssen uns vertrauen. Ich sage, der IT-Ansprechpartner ist nach dem Steuerberater mittlerweile der wichtigste. Weil ohne IT geht einfach nichts mehr. Ja, und wir arbeiten halt sehr gerne mit der Handwerksbranche zusammen. Mhm. Ein Mann, ein Wort. Mhm. Man ist oft beim Du. Man vertraut sich einfach. Also auch Architekten und Planungsbüros, weil die halt große Datenmengen haben, im CAD-Bereich arbeiten. Das ist so die Branche, wo wir sagen, da macht es Spaß mitzuarbeiten. Mhm. Und die verstehen auch den Mehrwert. Ja. Und ich kann als Handwerker den Appell nur rausschicken, je nachdem, ne, wenn jetzt hier da welche dabei sind, die das gucken. Denkt da echt mal drüber nach, weil geht in euch. Wie oft habt ihr euch aufgeregt über nicht funktionierende IT? Wie oft haben Mitarbeiter vor euch gestanden, die gesagt haben, der ganze in Anführungszeichen läuft nicht. Ihr habt ein entspannteres Leben, das mal sicherlich. Und ich glaube, wir haben heute auch mal gelernt, wie ruhig man dann schlafen kann, weil dass meine Daten verschütt gehen, das halte ich nach dem heutigen Tag für äußerst unwahrscheinlich. Es kann immer was passieren. Ja, logisch. Also wir sind auch nicht der liebe Gott. Also eine Hundertprozentigkeit gibt es nie. Ja. Aber wir sind in der Lage, innerhalb von wenigen Stunden deinen Betrieb wieder herzustellen. Wenn wir uns sagen, Martin, wir brauchen 2 Stunden, wie auch immer, je nach Datenmenge, je nach Konstrukt, dann könnt ihr wieder arbeiten. Ja. Egal von wo. Ob ihr in Europa, weltweit seid, im Urlaub seid, ihr könnt immer arbeiten. Ja, korrekt. No? Und das ist eben der Riesenvorteil. Krass. Sehr, sehr krass. Cool. Ja, Timo, das war das Herzstück sozusagen. Das ist der Florian gerade um die Ecke. Ja. Aber mit dem verabschieden wir uns gleich auch noch. Aber dir sehr, sehr vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, dass du da die Fäden gezogen und gesponnen hast, dass das ging. Das war äußerst interessant. Ich glaube, das wird nicht nur ein Video werden, oder Jens? Das ist ein bisschen viel geworden. Dann teilen wir es. Also ihr seid jetzt vielleicht schon im zweiten oder im gar dritten Video zu diesem Thema. Aber das war ein hochspannender Tag, definitiv. Also hier schon mal vielen Dank. Gerne. Wir gehen den Florian suchen, um da auch noch einen Dank loszuwerden. Ich muss die Verabschiedung noch mal eben unterbrechen, weil der Florian gerade was gezeigt hat, wo ich mir dachte, hoppala, ich habe nur die Vorderseite gesehen, die Rückseite.
ist ja nochmal deutlich, also spannender will ich nicht sagen, aber da passiert mehr. Und deswegen steigen wir nochmal eben ein. Florian, was hast du, es ging um die Temperatur. Wir waren im Kaltgang und hier sind es ja ungefähr 19 Grad. Ja. Und jetzt sehen wir, was Server eigentlich machen. Ja. Wir machen nämlich vor allen Dingen aus Strom Hitze. Ja. Jetzt gehen wir mal hinten dran, da sind es ungefähr 28 Grad. Ja. Und da sieht man mal, was so ein ganzer Schrank voll Material wirklich an Kabeln braucht und an Wärme produziert. Ja, okay. Okay, wird jetzt... Ich weiß nicht, wie einfach das für die Kamera jetzt zu sehen ist, aber also hier ist es, hier hat es 30 Grad. Ja, würde ich schon sagen, 30 Grad trifft es. Ja. Kannst du Kleider hinten dran trocknen. Und das ist halt echt krass, was hier an Energie rauskommt. Und hier ist es dann für mich zugegeben, nicht als ITler, hier blinkt was. Ja, hier läuft die Matrix, hier passieren Sachen. Hier läuft und von vorne sieht es einfach nur schlicht und stilvoll und so aus. Aber interessant ist ja jetzt, du hast eben von den Lochblechen erzählt, die in den Kaltgängen rauskommen. Ja. Hier ist doch die Mosik. Das heißt, die Dinger hängen auf der Vorderseite in den Kaltgängen. Aber wie kommt die Kühlung hier rein? Hier hinten sind Lüfter. Also das kannst du hier auch fühlen. Hier kommt warme Luft raus. Ja. Und die Lüfter ziehen quasi die kalte Luft von vorne durchs Gerät nach hinten. Und pusten hinten und raus. Und pusten dann hinten die warme Luft raus. Verstehe. Genau. Und wie macht ihr hier die Abluft? Die Abluft? Das ist hier hinten dran, da stehen nochmal Klimageräte, die wir eben schon mal gesehen haben, im USV-Raum. Da stehen nochmal solche großen Klimageräte, die ziehen von oben die warme Luft an und blasen nach unten die kalte Luft raus. Und zwischendrin ist halt die Wärmetauschung dann über Wasser wieder. Okay, gehört aber zum selben System. Gehört alles zum selben System. Ja. Okay, das heißt, was sehe ich hier? Also hier kommt euer Strom her? Das sind die Power Delivering Units. Da kommt der Strom her, genau wie du sagst, auch A- und B-Strom, auf drei Phasen aufgeteilt. Und hier oben sind dann entsprechende Patchfelder und Switches verbaut. Hier jetzt tatsächlich alles auf Glas ausgelegt. Wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist alles Glasfaser, was du hier siehst. Ja, weil meine Patchkabel sehen anders aus. Genau, das Einzige, was du hier noch in grün siehst, das sind Kupferkabel, das sind Management. Also das ist nur, um auf die Kisten zuzugreifen. Da laufen keine Daten mehr drüber, sondern das ist nur, dass ich die Kisten konfigurieren kann, sozusagen Einstellungen drauf vornehmen kann. Das läuft noch über Kupfer und alles andere läuft hier, die Datenübertragung über Glas. Und da siehst du, dass in jedem Server hier mindestens eins, teilweise drei Netzteile drin sind. Ja, genau. Ja, und auch immer doppelt, ne? Also genau. Hier und hier. Ja. Genau. Das heißt, das ist ein Server und das ist... Das sind alles Server. Das sind alles Server. Das sind alles Server und das sind Switches. Ah, und hier kommen die Switches. Das sind Glasfaser-Switches. Hier oben, das sind einfache Patch-Panel. Also da wird nur von einem Strang quasi auf den anderen Strang übergeben. Das ist keine Intelligenz dahinter. Das ist ein Kupfer-Switch und das sind Glasfaser-Switches. Die im Übrigen auch richtig warm machen. Oh ja, krass. Krass. Haben die Dinger eine Temperaturüberwachung, falls denen zu heiß wird? Trotzdem, ja. Dafür ist dann wieder das grüne Kabel da, das ist Management, die melden dann, was hier zu warm ist. Ja. Krass. Und diejenigen, die hier bei euch die Kabel auflegen und die Schränke bauen, das sind richtige Pedanten, oder? Das sind, das siehst du ja. Das brauche ich ja nicht zu erzählen, das sieht man. Ja. Das sind aber unsere Mitarbeiter. Aber das sind eure Mitarbeiter, aber das, mal ehrlich, muss auch so sein. Das weil muss du würdest auch so sein. Ja nie wieder irgendwas wiederfinden. Das machen die Jungs von Stormguards aber genauso. Mit Sicherheit. Also das Schöne ist, wir leben es hier vor und unsere Kunden machen es genauso. Das ist einfach schön. Übrigens eine Weisheit für alle Unternehmer, die ich ja eben schon angesprochen habe. Vorleben hat sehr viele Vorteile. Ja, genau. Definitiv. Krass. Schön. Cool, dass wir das noch gesehen haben. Vielen Dank dafür. Gerne. Und generell, wir gehen mal eben raus, weil es ist echt warm in dem Ding. Und wir haben eben noch gedacht, na, hier ist aber warm, weil das ja der Warmgang ist. Ne? Wenn ich es richtig interpretiere, sind wir am Ende. Wir sind bei einer Führung. Und ich glaube, wir haben alles gesehen und haben viel, viel Beeindruckendes gesehen. Nochmal vielen lieben Dank. Sehr gerne. Meine Anforderungen oder Erwartungen wurden sozusagen erfüllt. Ich habe es mir anders vorgestellt, etwas spektakulärer vielleicht, aber dennoch ist es absolut beeindruckend und danke für die Chance. Sehr gerne und gerne wieder. Super, danke dir Florian. Ihr Lieben, ich hoffe, es war auch für euch so spannend. Wir konnten was transportieren, was mitnehmen. Wie viele Videos genau das jetzt am Ende geworden sind, das weiß ich nicht. Es wird nur diese eine Verabschiedung geben und der Jens
weiß jetzt schon nicht so genau, glaube ich, wie er das am Ende zusammenkriegen soll. Aber es war einfach ein hochspannender Tag. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wenn euch solche Themen fernab des Unternehmens und dessen, was wir tun, auch interessieren, weil es hilft uns, ein bisschen herauszufinden, was ihr euch wünscht. Insofern sind wir für Kommentare dankbar, sagen für diese Wochen, Jens, man weiß es nicht so genau, sagen für diese Wochen, die wir jetzt euch hier mit diesen Videos versorgt haben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche Mittwoch ein neues Video um 18 Uhr auf unserem Kanal. Und bis dahin sagen Florian, ich, Timo, Jens, Andi und wie sie alle hier in diesem Gang stehen, tschüss.